Hallo und herzlich willkommen zur Online-Management-Präsentation von Telco Village. Ich freue mich sehr, dass wir das durchführen können. Also vielen Dank auch an den Christos Omiridis und an den Maximilian Rösner von Telco Village, dass ihr jetzt zur Verfügung steht. Der Ablauf ist wieder so. Also zum Ersten gebe ich nochmal bekannt, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen. Das heißt, wer jetzt anonymisiert gerne dabei sein will, der sollte sich über Microsoft Teams nochmal anmelden, eben als anonymer Teilnehmer. Wie gesagt, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und den Investoren, die jetzt nicht Zeit hatten, hier teilzunehmen, auch auf unserer Plattform PandaNation zur Verfügung gestellt. Zum Ablauf an sich, wir haben eine kurze Präsentation der Telco Village, also der Technologie, Produkte und aktueller Status. Und haben dann ungefähr 30 bis 40 Minuten Zeit, Fragen zu stellen. Das haben wir über zwei Wege. Man kann einmal die Hand heben, dann würde ich den Investor aufrufen und das Wort erteilen. Dann würde ich den Investor bitten, sich kurz vorzustellen und die Frage zu stellen. Oder aber die zweite Möglichkeit ist, man kann auch über die Chat-Funktionalität Fragen reingeben. Die würde ich als Moderator dann aufgreifen und natürlich ein bisschen versuchen zu bündeln thematisch und dann weitergeben. Ja, das ist schon die kurze Vorrede, kurz und knapp. Deswegen würde ich gleich das Wort übergeben an den Christos Omiridis, Gründer und Geschäftsführer der Telco Village, um das Unternehmen vorzustellen. Christos, the floor is yours. Bitte. Thank you, danke. Ja, danke für die Zeit. Also Telco Village ist ein Unternehmen, was ich 2005 in Frankfurt am Main gegründet habe. Bisher waren wir immer im Hintergrund tätig für andere Telekommunikationsunternehmen. Das heißt, wir sind im B2B-Bereich entstanden und haben verschiedene Produkte für Voice over IP und andere Sachen für die Telekom-Industrie geliefert. Und möchten jetzt mit drei neuen Produkten, welche wir in den letzten zwei Jahren entwickelt haben, an den Markt sichtbar auch für die Endkunden auftreten. Das sind auch die drei Produkte, die in der PandaNation Kampagne vorgestellt werden. Zum einen sind es die Mobilfunknummern in der Cloud. Das heißt, Rufnummern, die keine SIM-Karte benötigen. Dann haben wir die EasyMe. Das ist eine Lösung, um normale Handys eSIM-fähig zu machen. eSIM ist ein neuer Standard, bei dem man SIM-Karten online runterladen kann. Und das dritte Produkt ist der IoT Dot, das Internet der Dinge in der Tasche. Das ist ein multifunktionaler Multisensor, der verschiedenen Applikationen, wie zum Beispiel GPS-Tracking, Wetterstationen und andere Sachen vorstellen kann. Jawohl, dann würde ich mich auch mal kurz zum Wort melden. Der IoT-Dot ist auch tatsächlich das Produkt, mit dem ich Christos damals kennengelernt hatte. Ich bin Maximilian Röster, der Finance Manager der Telco Village GmbH, seit Anfang 2020 im Unternehmen. Und Christos kenne ich mittlerweile seit drei Jahren circa. Seine Zeit hatte er bei meinem vorherigen Arbeitgeber gefragt, ob eine Finanzierung zustande kommen könnte. Ich habe dann natürlich meine Ohren gespitzt und mit Christos die Konversation aufgenommen und dann eben auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass in dieser Firma der Telco Village wesentlich mehr dahinter steckt, als dann eben auch in ganz, ganz vielen anderen Unternehmen. Man muss sich das so vorstellen, als Account Manager in einem Fintech rufen da sehr viele Unternehmen an, wollen dann Geld haben, aber meistens ist das Geschäftsmodell relativ dünn, die Assets, Möglichkeiten sind sehr beschränkt und bei Christos habe ich dann, wie gesagt, sehr, sehr schnell gemerkt, dass da sehr werthaltige Assets dahinter stecken, die Produkte super skalierbar sind und das zeigt sich auch bis heute. So kam es dann auch, dass das erste Gespräch circa 70 Minuten gedauert hat. Also das ist eben nicht trivial. Das ist auch eine Krux für diese Kampagne gewesen. Wir haben viele Produkte. Die Produkte sind erklärungsbedürftig. Das hat zur Folge, dass wir sie mit relativ aufwendigem Inhalt einfach dem Kunden, dem potenziellen Anleger erklären müssen. Und da muss der Anleger natürlich viel Zeit aufwenden, um das zu verstehen, wenn er es dann verstehen kann.
Das war dann eben auch meine Aufgabe. Und ja, wir hoffen weiterhin, dass die Kampagne weiter so gut läuft. Das heute ist der nächste Schritt in die Richtung. Und insofern freuen wir auch uns, dass da so viele Gäste dabei sind. Vielen Dank. Dann können wir auch schon gleich in die Fragerunde starten. Erstmal Frage in die Runde der Investoren. Schauen wir, ob sich da jemand die Hand gehoben hat oder ob es im Chat schon was gibt. Mal gerade schauen. Ansonsten würde ich vielleicht gleich mal die erste Frage starten, nämlich, genau, ihr seid ja eigentlich ein Startup, eigentlich. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt eins eurer Produkte rausziehe, beispielsweise die Cloud Mobile Number, da seid ihr ja eigentlich ein Mobilfunkanbieter und soweit ich das verstanden habe, hat er auch dieses eigene Mobilfunknetz und seid Mobilfunkbetreiber und es hat ganz schön lange gedauert, dass ihr das geschafft habt und das heißt, steht ihr in Konkurrenz zu den großen Anbietern, habt euch da trotzdem durchgesetzt. Also eigentlich eine große Leistung für ein junges oder auch kleines Unternehmen. Da wäre jetzt meine Frage, vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen erläutern, weil das kam jetzt in der Kampagne im Profil gar nicht so deutlich raus, was ihr da schon erreicht habt, was ihr da schon geleistet habt. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das, was ihr da erreicht habt, kann man das auch schon bewerten. Also dieses Mobilfunknetz, was ihr jetzt habt, diese 1 Million Nummern, kann man das schon bewerten? Und wie schnell kann man diesen Wert dann realisieren? Also 3 Fragen auf einmal, aber vielleicht für eine Einstiegsfrage ganz gut. Mal gut rein. Ja, also ich versuche mal bei der ersten Frage anzufangen. Und zwar ist es so, wenn man sich den deutschen Mobilfunkmarkt anschaut, dann hat er sich in den letzten 30 Jahren nicht verändert. Die Produkte, die angeboten werden, das ist immer Telefonie, SMS und Daten. Mittlerweile ist es mehr Daten und weniger die anderen Produkte, weil sich keine Innovation bringt. Also es wird alles zwar schneller, die Bandbreiten werden größer, aber da gibt es einen Stillstand. Und wir haben das gesehen und haben dann gesagt, wir müssen hier aktiv werden. Das haben wir dann 2014 gemacht. Wir haben bei der Regulierungsbehörde Mobilfunknummern beantragt und haben diese auch zugeteilt bekommen. Und unser Plan 2014 war halt, dass wir die Mobilfunknummer von der SIM-Karte trennen und diese verschiedenen Produkten oder Geräten, die auch keinen SIM-Card-Slot haben, zur Verfügung zu stellen. Auf dem deutschen Markt aber, wo ein Oligopol von diesen 3, 4 Netzbetreibern herrscht, möchte man keine Veränderung und möchte auch keine Innovation und möchte auch eigentlich, dass alles beim Alten bleibt. Und deshalb hatten wir ziemlich viel Gegenwind von den anderen Netzbetreibern. Also der eine große deutsche Magenta-Netzbetreiber hat sogar die Regierung, also die Telekom, es ist ja offiziell, das kann man den Namen auch nicht nennen, hat die Bundesregierung verklagt und bis zur letzten Instanz bis zum Bundesverwaltungsgericht das durchgeboxt und immer verloren. Und erst dann konnten wir auf den Markt kommen, das war im Dezember 2019. Dann kam noch Corona dazu. Deshalb sind wir erst jetzt in der Lage, auf den Markt zu kommen. Das heißt, wir sind schon länger unterwegs, hatten aber nicht einen einfachen Weg, dorthin zu kommen. Das eine ist also, dass man auf den Markt jetzt gekommen ist. Das zweite, wir haben unser Kernnetz, unser Mobilfunk-Kernnetz. Dazu 2 Worte, wenn man Mobilfunk sagt, dann gibt es 2 wesentliche Komponenten. Das ist das eine, die Antennen, die auf der ganzen im ganzen Land verteilt sind, das ist das Funknetz und dann die entsprechende Technik in den Serverräumen, das ist das Kernnetz. Und jedes Mobilfunknetz in der Welt hat diese 2 Komponenten. Wir haben nur ein Mobilfunk-Kernnetz und mieten das Funknetz, so wie es auch eine Telekom im Ausland macht. Also wenn man im Roaming ist im Ausland, dann mietet man das Funknetz und hat sein Kernnetz. Dieses Kernnetz haben wir selber entwickelt. Das heißt, damit wir diese Mobile Numbers in the Cloud überhaupt realisieren können, müssen wir von diesen 30 Jahren
statischen Konzepte, SIM-Karte gleich Nummer gleich Service wegkommen. Und um das zu ermöglichen, mussten wir quasi selbst entwickeln und haben ein Kernnetz entwickelt, welches ohne SIM-Karten auskommt. Das Gute bei dem ist halt, dass wir das nicht nur für uns nutzen können, was wir in Deutschland machen. Wir können diese Dienstleistung auch anderen Netzbetreibern. Ein konkretes Beispiel ist die T-Mobile in Rumänien, welches denen hilft, auch Mobilfunknummern in die Cloud zu bringen. Wir möchten also nicht nur für uns in Deutschland, wo es so lange gedauert hat, die Nummern zu realisieren, nutzen, sondern auch in anderen Märkten. Und wir haben das in Rumänien mit T-Mobile während der Pandemie implementiert, wo alle vom Homeoffice gearbeitet haben. Und das haben wir in 60 Tagen implementiert. Also 60 Tage gegenüber den 7 Jahren, die wir sonst gebracht haben. Und dieses Konzept ist eigentlich das, was wir weltweit ausrollen werden. Deshalb sind die Assets nicht nur das Kernnetz und die Mobilfunknummern in Deutschland. Deutschland und Rumänien ist der Staat. Das ist halt für die ganze Welt und auch jetzt, wo, sag ich mal, mehr Unternehmen aus der Ferne arbeiten, in dem Remote Working, wahrscheinlich auch nach der Pandemie, trotzdem implementierbar. Das heißt, wir müssen jetzt nicht physikalisch irgendwo Sachen installieren. Das passiert alles digital. Und das bedeutet, dass dieser Wert auch darauf abzubilden ist, weil es auf jedem Land der Welt Anwendung finden kann, ohne dass wir zusätzliche Kosten haben, weil wir das selber entwickelt haben und der Quellcode und die Lizenzen und all die Rechte liegen bei uns. Okay, da kann man sich vorstellen, da gibt es ein sehr großes Umsatz- und Absatzpotenzial. Aber das zu bewerten ist wahrscheinlich noch nicht einfach. Das, was man da jetzt schon geschafft hat und das Potenzial heute zu beziffern. Genau, das Problem ist halt, weil wir uns auf neue Märkte, wir nennen das Blue Oceans, bewegen, da wo es noch keinen anderen gibt, wo wir der Erste und Einzige sind. Es ist immer schwierig, das zu bewerten, weil es keine Vergleichswerte gibt. Aber wir können den Trend sehen. Wir sehen zum Beispiel, dass wir jetzt über Microsoft Teams eine Videokonferenz führen und nicht über, sag ich mal, nicht weder physikalisch uns irgendwo treffen, noch über ein normales Telefon telefonieren. Deshalb sieht man, dass der Trend Richtung Digitalisierung geht und unsere Produkte sind alle auf diese Trends ausgelegt. Okay. Dann würde ich jetzt gleich nochmal eine Anschlussfrage stellen. Ich sehe noch keine Frage im Chat. Und zwar, da kommt die erste Frage. Und zwar, in welchen Bereichen sollen Investitionen aus dem Crowdfunding-Budget getätigt werden? Wo sehen Sie die größten Chancen? Ja, dann nehme ich doch mal direkt Stellung dazu als Finance Manager. Also wir haben ja gerade in den letzten Tagen verlautbaren können, dass wir unseren ersten Kunden für die deutschen Cloud Mobile damals an Land gezogen haben. Die garantieren uns 20.000 Euro monatlichen Umsatz als, wie gesagt, Mindestumsatz. Also perspektivisch wird da noch relativ schnell mehr dazu kommen. Und mit diesem neuen Kunden sind wir dann tatsächlich break-even, also profitabel. Das heißt, wir bräuchten nicht zwangsläufig weiteres Kapital, um organisch wachsen zu können. An diesem Punkt sind wir schon angekommen. Das schaffen wir von uns, von unserer eigenen Kraft aus. Aber natürlich haben wir so viele Produkte, die einfach ein riesiges Potenzial versprechen, dass man mit weiterem Kapital das ganze Wachstum beschleunigen kann. Und wir sind ein relativ kleines Team, was super produktiv ist, aber natürlich auch über weitere Mitarbeiter noch mehr Potenziale heben kann, naturgemäß. Insofern wäre da der erste Schritt, dass wir noch einen weiteren Vertriebsmitarbeiter und einen weiteren Marketingmitarbeiter einstellen, sodass wir dann Potenziale heben können nach außen. Also der Vertriebsmitarbeiter würde tatsächlich mehr oder weniger intern die Prozesse schlank gestalten und koordinieren.
wir haben ja auch freie Vertriebsmitarbeiter, die auf Provisionsbasis arbeiten. Und dieser Vertriebsmitarbeiter würde das dann koordinieren. Das heißt, das CRM pflegen, die Kontakte halten und dann letztlich Christos informieren darüber, wie, wo der Stand der Dinge aussieht. Ein ähnliches Prinzip würden wir mit dem Marketingmitarbeiter erfahren. Wir verlassen uns da auf externe Partner. Das heißt, wir wollen jetzt keinen Herr aus Marketingmitarbeiter bei uns anstellen, sondern dieser Marketingmitarbeiter würde dann eben die Kommunikation mit diesen Partnern übernehmen und wiederum Christos berichten, wie da der Stand der Dinge ist. Also das ist unsere Grundphilosophie. Wir wollen ein schlankes Team bleiben, mit Partnern arbeiten, primär auf Erfolgsbasis. Und da brauchen wir dementsprechend auch jetzt nicht zwangsläufig für diesen Schritt super viel Kapital. Aber alles weitere Kapital können wir natürlich sehr gut für beispielsweise Marketingkampagnen nutzen, damit die Produkte einfach ja, möglichst schnell einer möglichst breiten Masse auch bekannt werden und wir dann auch direkt große Umsätze generieren können. Okay, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mal zu den Produkten zurückkommen, weil das ist, also ihr habt ja wirklich drei spannende Bereiche. Und ich glaube, das ist es wert, dass man das mal ein bisschen besser versteht auch. Also der erste Bereich Cloud-Mobilfunknummern haben wir schon angesprochen. Und der zweite Bereich die eSIMI. Was ist denn da die Innovation und was ist da der Kundennutzen und was für ein Marktpotenzial seht ihr denn in dem Bereich? Also wir sehen, wenn wir zwei Beispiele nennen können aus anderen Bereichen, wir sehen das im Bereich Musik. Von der Audio-CD hin, wenn wir heute Lieder entweder online runterladen oder streamen. In dem Bereich Video werden nicht mehr DVDs ausgeliehen oder gekauft, sondern man hat Online-Downloads oder Netflix und Streaming. Und der Bereich der SIM-Karte an sich, der ist immer noch, der ist ja digital, aber es ist immer noch physikalisch. Und in diesem Bereich hat die GSMA, die Vereinigung aller Mobilfunknetzbetreiber weltweit, 2015 einen Standard entwickelt, der nennt sich eSIM. Und eSIM steht für Embedded SIM. Das heißt, dass die SIM-Karte physikalisch bei der Herstellung des Smartphones oder des Gerätes während der Produktion fest verbaut ist. Und die ist dann fest verbaut und über diesen Standard kann man dann die SIM-Karten virtuell online aus dem Internet runterladen. Das hat für den User den Vorteil, dass er ein größeres Spektrum an Angeboten nutzen kann. Wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, ich kann über Amazon kaufen, ich kann nur über den Laden bei mir im Dorf etwas einkaufen. Also übers Internet einkaufen ermöglicht halt ein breiteres Angebot. Zum anderen ist es so, dass der Netzbetreiber seine Dienstleistung schneller verkaufen kann. Er muss also nicht noch einen Handling-Partner involvieren, der dann was verschifft und den Kunden zuschickt. Und zum anderen, wenn Reisen wieder möglich ist und jemand zum Beispiel aus Asien nach Deutschland kommt, dann kann er für Europa eine Subscription schon in Asien kaufen. Er muss also nicht erst ankommen, am Flughafen suchen und genauso wenig muss ein europäischer Netzbetreiber dem eine SIM-Karte nach Asien schicken, sondern das passiert alles online bei der Buchung zum Beispiel von seinem Flug. Das Problem bei der eSIM, und da kommen wir halt ins Spiel, ist, und da will ich noch ein weiteres Beispiel bringen, mit dem Farbfernsehen. Also es gibt mehrere Parteien, die beitragen müssen, damit das funktioniert. Beim Farbfernsehen ist es so, da gab es halt Schwarz-Weiß-Fernsehen. Derjenige, der sich einen Farbfernseher gekauft hat, der konnte dann wiederum nur Schwarz-Weiß-Sender empfangen. Da mussten die Sender auch in Farbe ausstrahlen. Die Sender wiederum, damit sie in Farbe ausstrahlen, mussten die Content-Provider Filme und Sendungen in Farbe aufzeichnen. Damit die wiederum in Farbe aufzeichnen, müssten erstmal genug Leute ein Farbfernsehen haben, damit sich das überhaupt lohnt. So, und dieser Kreis, den sehen wir bei der eSIM wieder.
Wir brauchen auf der einen Seite Geräte, die die ESIM unterstützen, die kompatibel sind, wo zum Beispiel die ESIM schon fest verbaut ist während der Produktion des Smartphones. Das ist bei ungefähr 100 Millionen Smartphones von 7 Milliarden auf der Welt der Fall. Dann haben wir den Netzbetreiber, der eine Plattform braucht, die das alles, eine Art Server, der diese virtuellen SIM-Karten liefern. Und dann müssen wir das, dann muss der Netzbetreiber selber die Profile, so nennen sich die virtuellen SIM-Karten, diesem Server zur Verfügung stellen. Also es ist genau dieses gleiche Dreieck. Und wir haben gesehen, dass in den letzten 5 Jahren nichts passiert ist in dieser Richtung, dass es einen Stillstand gab und haben gesagt, wo können wir ansetzen? Und das, was am einfachsten wäre, am schwierigsten umzusetzen, aber am einfachsten für den Markt wäre, dass wir die bereits existierenden Smartphones auf dem Markt nicht warten, bis jeder ein neues kompatibles Smartphone hat. Besonders im Android-Bereich haben das nur die ganz neuen, die jetzt seit ungefähr einem halben bis einem Jahr auf dem Markt sind, haben das. Alle anderen können das nicht. Und zum anderen müsste man ein neues Smartphone kaufen, nur deswegen. Und zum anderen, bis der ganze Markt einmal gedreht ist, dass der ESIM kompatibel ist, würde das wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre dauern. Deshalb haben wir gesagt, das Beste wäre, die existierenden Smartphones abzugraden. Und wie sollten wir das machen? Am besten mit einer Lösung, die ein Endkunde selber anwenden kann. Also nicht nur jemand, der mit Lötkolben und Technik und alles Erfahrung das machen kann, sondern im Grunde jedermann. Und dazu haben wir die EasyMe-Karte, sieht man das, geschaffen. Das ist die Verpackung dazu, die kann man auch im stationären Bereich anbieten oder online verkaufen. Die besteht aus einem Embedded Chip, das heißt, die Technologie ist die von der GSMA verlangte Technik mit dem kryptografischen Prozessor. Das ist also ein sogenanntes Secure Element, was wir hier haben. Es sieht aber aus wie eine SIM-Karte. Es fühlt sich an wie eine SIM-Karte und es hat auch die richtige Größe wie die SIM-Karte. Also wir haben hier zum Beispiel dieses 3-in-1 Plugin. Und diese eSIM, die kommt auch in den SIM-Karten-Steckplatz rein. Das, was wir hier entwickelt haben, ist also erstmal ein Stück Technik, die die Form der SIM-Karte hat und jeder, bis auf meine Wenigkeit, ist in der Lage, eine SIM-Karte, das kriege ich noch hin, ins Telefon. So, und alles, was man machen muss, damit man das Upgrade macht, also das hier ist jetzt ein Huawei P30 Lite, das hat keine SIM-Karte, keine eSIM-Funktionalität von Hause aus. Und damit ich das jetzt upgrade, muss ich dazu das Upgrade quasi hier in den Slot stecken. So, jetzt habe ich schon alles getan, was ich machen musste. Das ist jetzt, das Upgrade ist getan. Dann lade ich die EasyMe-App runter. Dazu dient dieser QR-Code. Die wird also in dem Android Store verfügbar sein. Momentan ist sie nur für ausgewählte Personen zum Testen verfügbar. Aber wir werden diese mit der Auslieferung der eSIMs in der ersten Charge auch verfügbar machen. So, und dann öffne ich die Applikation, das ist der zweite Baustein, den wir hier haben, um halt die eSIMs auf der eSIM lesen zu können und ausführen zu können. Also ich habe jetzt hier zwei eSIMs, die eine ist aktiv, die andere nicht. Und ich kann quasi die virtuellen SIM-Karten auswählen. Damit die SIM-Karte jetzt auf das Gerät kommt, will ich mal zeigen, wie der Prozess abläuft. Dazu wähle ich mich mit dem Rechner auch nochmal ein. So, und ich würde gerne mein Bildschirm teilen.
Okay. Dann. Also wir können SIM-Karten online kaufen. Ups. Mach ich das mal über hier. So. Zum Beispiel in Deutschland. Ein Gigabyte, 10 Tage. Super, jetzt haben wir eine eSIM gekauft und jetzt müssen wir im Grunde die auf das Gerät transferieren. Dazu können wir einen QR-Code nutzen und mit dem Gerät, man kann den Bildschirm sicherlich noch sehen, habe ich da Möglichkeiten, einmal QR-Code scannen oder ein Bild einladen für den Fall, dass ich auf dem gleichen Gerät kaufe, wie ich auch einlesen möchte oder manuell eingeben. Wir nehmen mal die Lösung mit dem QR-Code und jetzt scanne ich den QR-Code mal. Ich scanne den QR-Code, dann wird das runtergeladen und installiert. So, den Bildschirm teilen muss ich jetzt nicht mehr, ich klicke einfach mal auf. So, und jetzt habe ich hier eine neue SIM-Karte, sieht man das? Und die kann ich jetzt einfach aktivieren. Vielleicht muss ich nochmal refreshen. So, jetzt ist die SIM-Karte aktiv. Also das ist die neue SIM-Karte, die ich gerade online geladen habe. Und ich kann diese natürlich, also Android-Geräte können die SIM-Karte, wir sehen hier, dass der sich schon registriert hat in dem Netz. Android-Geräte können SIM-Karten runterladen, managen. Managen heißt umbenennen, löschen, aktivieren und so weiter und lesen. Aber andere Geräte, wie zum Beispiel jetzt iPhones, kann ich diese Karte jetzt in das, auch in einem iPhone nutzen? So, das kriege ich sicherlich noch hin. Ja. Richtige Seite. Also. So, er sucht jetzt nach dem Netz. Oder. Also im Grunde habe ich jetzt für, ohne ja, aus dem Haus zu gehen, ich könnte auch am anderen Ende der Welt sein, habe ich eine SIM-Karte runtergeladen mit einem Android-Telefon, welches die eSIM, das eSIM-Upgrade bekommen hat und entsprechende Software. Mit der entsprechenden App. Ich konnte mir online einen Dienstleister aussuchen
Im Grunde alle, die man kann also von jedem quasi eine eSIM kaufen, weil das ein Standard ist. Und dann konnte ich die aktivierte eSIM auch in einem anderen Telefon, was von sich aus zwar keine Upgrades unterstützt, weil Apple dazu nicht kompatibel ist, aber jedes Gerät kann eine eSIM lesen, die wir hier beschrieben haben. Und das haben wir jetzt gerade alles demonstriert. Wie einfach das ist. Das finde ich faszinierend. Das aus unserer Sicht oder also aus meiner Sicht, das kann sich durchsetzen. Da stellt sich jetzt die Frage eines Investors, nämlich sollte sich dieser eSIM-Standard durchsetzen, auch eventuell dank der eSIM-Karte, so würde ich vermuten, dass in ein paar Jahren alle Hersteller nur noch Smartphones mit eSIM auf den Markt bringen. Das würde dann die eSIM-Karte obsolet machen. Deswegen die berechtigte Frage, wie lange rechnen Sie damit, mit der eSIM-Karte Umsatz machen zu können? Diese Annahme ist bedingt richtig. Und zwar ist es so, dass wir einen Übergangszeitraum haben. Das heißt, alle neuen Geräte, die eine eSIM unterstützen, unterstützen auch gleichzeitig den SIM-Kartenstandard. Und ein Nachteil von der fest verbauten Karte ist, dass sie fest verbaut ist. Das heißt, man kann, wenn man heute sagt, ich habe eine SIM-Karte im Smartphone und möchte diese im Tablet nutzen oder in dem Laptop, dann nimmt man sie einfach raus und nutzt sie dort weiter. Wenn ich zum Beispiel das Smartphone habe und die Batterie ist leer, dann ist die Karte fest drin und dann muss ich das erstmal laden, um es dann ins Tablet oder sonst irgendwo nutzen zu können. Mit unserer Lösung haben auch die neuen Smartphones, das Pixel, das neue Samsung, es gibt eine Handvoll neuer Smartphones, die haben, das sind sogenannte Dual-SIM-Smartphones, die haben eine eSIM und eine normale SIM-Karte. Wir können auch diese Geräte upgraden, dass die zwei eSIMs haben, zum einen, aber auch, dass die eine entfernbare SIM-Karte haben, eine entfernbare eSIM-Karte haben. Das bedeutet, dass der Markt dafür auch noch bestehen wird über Jahre, weil man diese, ich nehme meine, wie so eine Art Wallet, ich nehme das mit, das ist ja nicht fest. Das wird dann irgendwann mal in eine komplette eSIM-Welt enden, wo es keine SIM-Kartengeräte mehr gibt. Damit wir dort auch weiterhin bestehen, ist unser Ziel nicht nur, dass wir den Markt eSIM-kompatibel machen, sondern dass wir uns auch dort positionieren, weil wir den Markt quasi aggregating, mir fehlt das deutsche Wort gerade dazu, also weil wir den akquirieren, diesen Markt, bieten wir denen auch die eSIMs an. Also die weitere Komponente von uns ist der eSIMI Store. Der eSIMI Store ist ein carrier-neutraler Marktplatz, wo man eSIMs kaufen und verkaufen kann. Das bedeutet, dass wir im Grunde so eine ähnliche, hoffentlich eine ähnliche Story wie Amazon erreichen können. Das heißt, Amazon hat Bücher verkauft, eigene Produkte verkauft, dann haben die das von Büchern auf CDs und andere Sachen erweitert und irgendwann mal ist das ein Marktplatz, wo andere deren Ware verkaufen und die machen das technisch möglich. Und bei uns ist es halt bezogen auf die SIM-Karten bzw. die eSIMs dann entsprechend. Das heißt, dass wir diesen Marktplatz definieren. Und ich betone, dass es ein carrier-neutraler Marktplatz ist. Das bedeutet, dass wir nicht kaufen und verkaufen, bei dem wir eine Marge erzielen, sondern wir sind ein Marktplatz, bei dem der Verkäufer selbst sein Produkt bepreist, bewirbt und auch mit seiner Marke anbietet. Und für die Nutzung des Verkaufs über unsere Plattform bekommen wir eine Provision. Das bedeutet, dass wir, wenn wir jetzt sagen würden, ja, eine Vodafone kann ja auch so einen Marktplatz haben, eine Vodafone wird aber keine T-Mobile-eSIMs verkaufen. Und bei uns kann sowohl Vodafone als auch T-Mobile als auch jeder andere seine eSIMs verkaufen. Und auf der anderen Seite sprechen wir mit
mit dem Vertrieb. Das sind zum Beispiel Airlines und andere Distributionskanäle, welche über uns jede ISIN, jeden Anbieter einkaufen können. Dass diese Flexibilität, die hat sich grundsätzlich auch in der Telekommunikation schon mal bestätigt, dass diese Carrier-Neutralität, also quasi der neutrale Boden, auf dem das Geschäft erfolgen kann, die richtige Lösung ist, um alle mit an Bord zu bekommen. Würde ich auch gerne noch mal kurz Bezug nehmen zu der Frage des Investors. Tatsächlich ist nicht die Frage, ob sich die ESIM-Technologie durchsetzen wird, sondern nur wie schnell. Also es ist beschlossene Sache eben der GSMA und aller Akteure, die damit zu tun haben, dass die ESIM der neue Mobilfunkstandard für SIM-Karten sein wird. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Insofern ist die Frage bloß noch, wie schnell das Ganze vonstatten geht. Und dann gibt es ja auch immer gewisse Leute, die hängen an ihren bestehenden Produkten. Es gibt ja eben Leute, die nicht alle 2 Jahre oder auch 4 Jahre sich ein neues Smartphone zulegen. Da kann vielleicht auch der Nachhaltigkeitsgedanke eine gewisse Rolle spielen. Und insofern ist das auch eine Zielgruppe, jetzt nicht primär. Die Early Adopter werden eher technikaffine Leute sein. Aber gerade dann die zweite oder dritte Kundenwelle, da gehen wir davon aus, dass es nachhaltigkeitsaffine Menschen sind, die dann eben ihr bestehendes Smartphone gerne noch länger nutzen wollen. Warum soll ich mir ein neues Smartphone kaufen, wenn das alte noch funktioniert? Der Gedanke ist bei vielen sehr präsent. Er wird auch, denke ich, immer präsenter, gerade auch in den nachwachsenden Smartphone-Nutzern. Und dafür haben wir eben die perfekte Lösung. Also es ist auch ein sehr nachhaltiges Produkt. Das heißt, wenn der Standard eingeführt wurde, es im Prinzip gar keine physikalischen SIM-Karten mehr zu kaufen gibt, dann wird die eSIM-Card auch nochmal in vielen Jahren ihr Potenzial ausspielen. Und wir haben davon gesprochen, dass die neuesten Smartphones den eSIM-Standard bereits unterstützen. Tatsächlich ist es aber so, dass nicht nur die Handys komplett neu sein müssen, sondern es sind auch die Flagship-Handys, also unter 300 Euro bekommt man eben kein eSIM-fähiges Handy, sondern es sind dann wirklich die teuren, die High-Class-Smartphones. Und wenn wir jetzt mal den Blick von Deutschland wegnehmen zu beispielsweise Emerging Markets, da werden Smartphones auch gerne genutzt, aber es sind eben nicht die Flagship-Smartphones, die da gekauft werden. Andererseits ist da die Bevölkerung nicht gerade kreditwürdig. Das heißt, grundsätzlich werden da mehr Prepaid-Modelle verkauft. Und genau dafür ist die eSIM-Technologie mehr als geeignet. Wenn das Ganze online funktionieren kann, spart man sich natürlich große Transaktionskosten. Und wir sehen auch jetzt schon den Trend dahin, dass es immer mehr Richtung Prepaid geht, eben nicht zu Vertragsmodellen. Und da kann dann natürlich der Endnutzer mit einer eSIM-Card sich erstmal sehr günstig den eSIM-Standard erwerben und dann danach sehr günstig ohne Transaktionskosten immer prepaid ein günstiges Angebot für seine Nutzung eben anwenden. Und da kommen wir auch noch zu. Hier greifen dann die Cloud Mobile Numbers Hand in Hand. Die wird Christos ja auch gleich vorstellen, denn das ist auch die Perspektive, die man ganz klar sieht. Es geht immer mehr Richtung Datenpakete. Und dann hat man eine persönliche Nummer, die dann eigentlich in der Cloud ist und gar keine Konnektivität im klassischen Sinne von Voice und eben SMS über die klassischen Mobilfunknetze mehr benötigen wird. Aber das wird dann der zweite Teil der Produktpräsentation sein. Genau. Ich ziehe aber hier gleich nochmal eine Frage an. Und zwar, in welchen Ländern soll die eSIM-Karte zuerst verkauft werden und wann? Also wir werden mit unserem Online-Shop, den wir jetzt nächste Woche beworben wird, können wir weltweit das anbieten, weil das ein Standard ist, der auf der ganzen Welt funktioniert. Und wir, auch weil es ein sehr leichtes Produkt ist, das wirklich für kleines Geld praktisch per Brief in die ganze Welt verschicken können. Das heißt, wir müssen uns gar nicht auf einen bestimmten Markt festlegen. Wir können über den Online-Vertrieb alle Märkte ansprechen, weil wir dort keine besonderen Vertriebskosten haben, außer der Online-Werbung. Wir sprechen aber natürlich auch mit Netzbetreibern ganz durch die Welt durch, ohne dass wir einen Plan machen, sondern wir sind ja selber Netzbetreiber und haben deshalb Kontakt zu allen Netzbetreibern. Wir haben die Kontakte von allen Netzbetreibern,
Das ist aufgrund von Roaming-Vereinbarungen so, dass man miteinander sprechen kann. Und da, wo wir Resonanz finden, da gehen wir hin. Also wir haben zum Beispiel unseren ersten Partner für eSIM relevante Produkte jetzt schon in den Philippinen gefunden. Philippinen ist ein wichtiges Land in Asien, was sehr viele Touristen hat und auch über die eSIM-Schiene sehr gut Touristen erreichen kann. Und wir haben auch mit den europäischen Netzbetreibern sind wir am Sprechen. Und das heißt, da wo der Bedarf entsprechend ist, wird das entsprechend gedeckt. Also wir müssen jetzt nicht eine Strategie entwickeln, wo wir ein Büro und Marketingaktivitäten machen, sondern wir sprechen direkt mit unseren entsprechenden Partnern und arbeiten die ganze Liste halt ab. Das sind ungefähr 1000 Netzbetreiber weltweit und wir gehen das halt sozusagen durch. Naturgemäß werden wir natürlich trotzdem bei uns in Deutschland auch irgendwo starten. Ganz einfach, weil wir hier präsent sind, sieht man jetzt ja auch mit der Crowdfinancing-Kampagne. Und da gibt es ja auch schon Pressekontakte, die dann eben dieses Produkt testen wollen. Jetzt haben wir eben die erste Charge sehr, sehr bald bestellt. Und diese Charge wird dann dementsprechend auch an die Presse und gegebenenfalls auch weitere Marketingkanäle ausgespielt, sodass wir, da wir ja sehr, sehr günstige Produktionsbedingungen haben, also Kosten, die man dann in dem Fall vernachlässigen kann, dann werden wir auch eine Art Guerilla-Marketing zu Beginn machen und dann eben einfach ausliefern an die entsprechenden Multiplikatorenkanäle und einfach auch schauen, wer dann darüber berichten möchte. Es gibt schon Anfragen, das heißt, wir sind uns darüber im Klaren, dass berichtet werden wird. Die Frage ist natürlich, was für Wellen es am Ende schlägt. Und beginnen wird es in Deutschland, aber der Fokus ist eben auch über Deutschland hinaus. Okay, ja, zum Marketingvertrieb hätte ich nachher auch nochmal eine Frage, aber ich würde noch ganz gern bei den Produkten bleiben. Ich hätte eine Frage zum IoT-Dot, aber wenn eure Produktpräsentation erst nochmal was anderes vorsieht, dann bleiben wir vielleicht erstmal in der Reihenfolge. Ja, also ich würde gerne von der eSIM jetzt Richtung Mobile Numbers in the Cloud und dann halt zum IoT-Dot zum Schluss. Und zwar ist es so, dass unsere Produkte ja alle Technologieprodukte sind, die miteinander Hand in Hand kombiniert werden können. Und jetzt haben wir zum Beispiel gesagt, dass wir mit der eSIM-Karte ein Handy upgraden können. Und man könnte sich ja vorstellen und sagen, ich wechsle meine SIM-Karte alle 2 Jahre, meinen Vertrag alle 2 Jahre, ich brauche das nicht. Das wäre eine pauschale Aussage. Und wenn wir jetzt über den deutschen Markt sprechen, weil wir Netzbetreiber sind und auch an der mobilen Datenbank teilnehmen, wo wir sehen, wie viele Nummern von einem Netz zum anderen portieren pro Tag. Das sind ungefähr 15.000 bis 30.000 pro Tag, die Nummer von dem einen Netz zum anderen mitnehmen. Und wir gehen davon aus, dass die doppelte Zahl generell an neuen Verträgen, die pro Tag wechseln, in Deutschland existieren. Und das heißt, das ist schon ein sehr großer Markt, auch wenn jeden Einzelnen nur einmal 2 Jahre so ein SIM-Kartentausch in Frage kommt. Wenn wir jetzt sagen, bei der Entscheidung, was man für einen Tarif nehmen würde, hat man die Wahl zwischen dem besten Netz, es gibt, sag ich mal, immer so ein bestes Netz in einem Land, und dann gibt es auch ein günstigstes Netz. Und wenn man dann sagt, ich nehme das beste Netz und so, ich sag mal, ich nutze das nicht die ganze Zeit, aber wenn ich das dann nutze, dann habe ich Empfang. Auf der anderen Seite entscheidet man sich für das günstigere Netz, dann funktioniert das 90% der Zeit. Und in diesen 10%, wo es dann nicht funktioniert, dann ärgert man sich, dass man Geld gespart hat und dafür keine Konnektivität hat unter Umständen. Und wenn man sich jetzt das Szenario vorstellt, wenn ich eine eSIM habe, beziehungsweise ich mich für den günstigeren Tarif entscheide, den ich ja monatelang, Monat ein, Monat aus bezahle und habe ich jetzt mein Handy eSIM-fähig gemacht
Und in dem Moment, wo ich keinen Empfang habe, diese 10%, für diesen Tag, für diesen einen Tag, kaufe ich mir für ein paar Euro eine Karte, eine eSIM-Karte, in der ich Konnektivität in dieses beste Netz habe. Das bedeutet, man kann das beste und das günstigste Netz haben. Und beziehungsweise man kann das beste Netz nutzen, wenn man es braucht, aber dann trotzdem langfristig immer am günstigsten sein. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Frage, die sich immer 2 Jahre stellt, sondern es ist eine generelle Frage, dass man diese Flexibilität hat. So, und hier kommt der Übergang zu den virtuellen Nummern, zu den Mobile Numbers in the Cloud. Wenn wir die Rufnummer von der SIM-Karte trennen, das heißt, egal ob eine SIM-Karte im Telefon drin ist oder nicht, und egal welche SIM-Karte im Telefon drin ist oder nicht, das kann eine SIM-Karte vom Anbieter A oder B sein, das kann aber das Wi-Fi-Netz sein und das kann auch das Ausland sein. Weil in dem Moment, wo die Nummer in der Cloud ist, fallen erstmal alle Roaming-Gebühren weg. Man hat, egal wo man sich auf der Welt aufhält, hat man keine Roaming-Gebühren mehr. Und man kann ganz frei einfach den Datentarif oder die Daten-SIM-Karte von jedem x-beliebigen Anbieter online oder stationär kaufen oder einfach Wi-Fi nutzen. Das bedeutet, dass die Mobilfunknummer in der Cloud die Flexibilität auf der einen Seite bietet, aber auch eine sehr große Kostenersparnis. Darüber hinaus können diese Nummern für Applikationen genutzt werden, wie zum Beispiel Microsoft Teams. Also wir werden ein Angebot auf den Markt bringen, das wurde schon getestet, bei dem man mit Microsoft Teams mit der Mobilfunknummer erreichbar ist und telefonieren kann. Und weil wir, wie gesagt, Teilnehmer an der Mobilfunk-Datenbank sind, Portierungsdatenbank sind, kann man auch seine bestehende Rufnummer portieren. Das heißt, man muss nicht eine neue Rufnummer nehmen, man kann eine neue Rufnummer nehmen, aber man kann auch seine Rufnummer, die man schon auf seiner Visitenkarte hat und seit 20 Jahren nutzt, kann man in die Cloud portieren. Das bedeutet, dass die Cloud-Nummern mit den eSIMs sehr gut miteinander funktionieren können und die Cloud-Nummern für Dienste wie Microsoft Teams, wie Alexa im Smart Speaker, aber auch für andere Applikationen genutzt werden können. Das bedeutet nicht mehr diese feste Bindung von Rufnummer und SIM-Karte. Okay, möchtest du was hinzufügen, Maximilian? Oder gibt es Fragen? Ich denke, das Prinzip ist klar. Du hast es ja sehr gut erklärt. Und dann können wir, denke ich mal, auch schon zeigen, was die Nummer so kann, beziehungsweise beweisen, dass wir dann eben der Herr über unsere 1 Million von der Regulierungsbehörde bzw. Benetzer zugewiesenen Mobilfunknummern in Deutschland sind. Ja, also im Grunde ist es so, weil wir ein sehr frisches Kontingent an Rufnummern haben, ist ein Produkt, welches wir an Endkunden launchen werden, eine sogenannte Lucky Number. Also die 3x8, die bei uns in dem Rufnummernblock drin ist, ist für verschiedene Kulturen, dient als Glücksnummer. Und man könnte zu dieser Glücksnummer, dadurch, dass wir die Gasse komplett frei haben, sein Geburtsdatum nehmen. Wir sehen heutzutage, dass sich Menschen nicht an die eigene Rufnummer erinnern. Man hätte jetzt die Chance, sich eine auszusuchen, an die man sich erinnern kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eine Rufnummer haben, an die ich mich erinnern kann, das wäre die 015 3x8 und dann mein Geburtsdatum zum Beispiel. Ja, das wäre der 20.08.71. Und dann kann ich hier. Person am Nebenanschluss ist nicht verfügbar. Nehmen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton auf und drücken Sie eine beliebige Taste oder hören Sie auf zu reden, um die Aufnahme zu stoppen. Ja, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Auf Wiederhören. Die Ansage kann man sicherlich auch ändern.
Und ein Dienst könnte zum Beispiel sein, dass man eine zusätzliche Nummer haben kann als Anrufsammeldienst, um entsprechende Informationen zu sammeln. In diesem Fall wäre das eine sehr einfache Applikation, zum Beispiel, dass man die ganze Kommunikation als E-Mail bekommt. Moment. Ich bin auf Stumm. Ja, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Das ist jetzt zum Beispiel eine einfache Möglichkeit zu sagen, die Nummer, die quasi jetzt ohne SIM-Karte in unser Netz reingekommen ist, da hat man die Entscheidung, kann man treffen und sagen, das geht auf eine Voicemail, was wir gehört haben, mit dem Text, den man dann auch selber besprechen kann, und dann auf eine E-Mail als Anhang. Das Gleiche kann mit einem SMS passieren. Oder aber auch man sagt, ich habe jetzt den Microsoft Teams Client und möchte das Gespräch auf meinen Microsoft Teams bekommen. Oder aber man kann das zeitlich steuern und sagen, wenn von dieser Uhrzeit bis zu jeder Uhrzeit. Die Möglichkeiten für Unternehmen sind hier sehr interessant, besonders wenn man im Remote Office arbeitet, aber trotzdem quasi erreichbar sein möchte, dann kann man seine Mobilfunkkommunikation in seinen Unified Communication, sei es zum Beispiel Teams oder Slack oder andere Plattformen integrieren. Ja, super spannend. Also das ist auch beeindruckend, muss ich sagen. Ich würde jetzt ganz gern zu dem dritten Produktkategorie übergehen, zum IoT Dot. Und da nochmal eine Frage stellen, und zwar erstmal vielleicht, was gibt es denn da für konkrete Use Cases? Also wir haben vor 2 Jahren angefangen, ein Produkt zu entwickeln, das sollte ein GPS-Tracker sein. Es gab GPS-Tracker auf dem Markt, welche mit Bluetooth gearbeitet haben. Das heißt, solange die Kontakt hatten zum Handy, da konnte man sehen, wo die sind. Und wenn man dann den Kontakt verloren hat, dann hat man das auch verloren. Also man konnte nur sehen, wo war die letzte Position. Als wir dann das Produkt angefangen haben zu entwickeln, da dachten wir, das ist zu wenig und da braucht man mehr an Funktionalität. Und als wir dann Funktionalität addiert haben, haben wir uns daran erinnert, dass im Grunde alle Applikationen oder Anwendungen auf dem Markt statisch sind. Das heißt, ein IoT-Gerät ist ein GPS-Tracker. Der wurde so geboren, der wird dann so benutzt und irgendwann mal braucht man den nicht mehr. Oder er ist eine Wetterstation. Und das war uns zu wenig, besonders weil wir unser eigenes Mobilfunknetz haben, weil wir in der sogenannten IoT-Value-Chain, also quasi der Werteschöpfkette des ganzen Internet der Dinge in allen Bereichen, von der Hardware, Firmware, Konnektivität, Software, Backend und so weiter, vertreten sind. Und ein gutes Beispiel oder Vorbild ist das Smartphone. Was ist denn das Smartphone? Wenn wir uns 2007 das Smartphone anschauen, dann könnte man sagen, ja, ich habe hier einen Taschenrechner, so einen physikalischen Taschenrechner, den kriegt man heute für 1 Euro. Oder ich habe eine Kamera. Oder ich habe ein Telefon. Oder mit dem Smartphone habe ich im Grunde eine Plattform, bei der ich verschiedene Applikationen drauf abbilden kann. Heute und auch in der Zukunft. Und das aus der Ferne. Und genau das ist auch die Frage, die wir uns gestellt haben und die Anforderung, die wir uns gestellt haben, dass unser Gerät nicht einen Use Case oder mehrere Use Case entsprechen kann, sondern es ist so universell, dass im Grunde wir die Use Cases, die das alles kann, heute und in der Zukunft uns nicht einmal vorstellen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Corona-Pandemie, weil während Corona wurde von Google und Apple das sogenannte Contact Tracing Framework, das Exposure Notification Protocol, entwickelt. Das ist ein Protokoll, bei dem die Geräte untereinander anonymisierte Informationen austauschen, um dann später die Kontaktkette nachverfolgen zu können.
Und unser Gerät kann das. Das heißt, wir sind in der Lage, 2 Jahre nach der quasi Anforderung, was wir alles damit machen wollten, in der Lage, diese zu bestätigen, weil wir durch Software aus der Ferne dieses Gerät damit beglücken konnten. Das bedeutet, dass wir heute von GPS-Tracking, Wetterstation, Luftqualitätsmessung, Bewegungssensor, Logistik-Tracking, Fahrverhalten, alles, was man quasi aus einem Sensor oder aus der Kombination von Sensoren quasi an Applikationen erstellen kann. Und eine Applikation war zum Beispiel, wir haben in einer Berliner Schule unsere Dots installiert, wo in den Klassen die Luftqualität und die CO2-Werte gemessen wurden und dann über die LEDs in einem Ampelformat angezeigt wurden. Das heißt, man konnte sehen, grün ist gut, orange sollte man lüften und rot erstmal alle rauslüften und frische Luft reinlassen. Und das bedeutet, dass wir sowohl Interfaces haben, ein sehr vereinfachtes User-Interface auf dem Gerät selber, dass man das vor Ort sehen, aber auch eine Anbindung. Also wir konnten im Backend sehen, nicht nur die Momentaufnahme, sondern eine Langzeitaufnahme, um zu sehen, was passiert in diesem Raum. Wie viele Schüler sind drin, reicht die Belüftung oder nicht? Und wenn man jetzt sagt, gut, das ist eine Applikation, die wir jetzt während Corona benötigt haben, was ist denn in der Zukunft? In der Zukunft kann man damit seine Energiebilanz rechnen und sehen, wo man Heizung, wo man Geld aus dem Fenster, wo man die Straße heizt, weil Fenster offen sind, weil sie nicht gut isoliert sind, wo man zum Beispiel Smart Offices generieren kann oder Smart Schools, Smart Buildings aus einem Gerät. Dieses Gerät wiederum kann sehen, sind Personen in dem Raum, weil es auch Bluetooth und Wi-Fi und alle möglichen Schnittstellen hat. Das könnte man also sagen, gut, in diesem Meetingraum sind Personen, dann lassen wir die einfach dort drin, die brauchen frische Luft. Jetzt sind keine Personen drin, da soll der Hausmeister informiert werden, damit er wiederum in dem Raum, zweites Stockwerk, Meetingraum, die Fenster schließt, damit er die Heizung nicht Energie vergeudet. Also wie gesagt, wir haben eine Reihe von Sensoren und Funktionen und Protokollen und Schnittstellen, da kann man im Grunde alles machen. Das ist wie ein Smartphone, nur in kleiner. Hinzu kommt aber, dass wir nicht nur die inneren Werte schätzen. So ein Dot kann zum Beispiel so eine Form haben. Die Form einer Platine, mit der man verschiedene industrielle Anwendungen anwenden kann. Es kann aber in eine andere Form basierend aus mehreren Platinen, die auch flexibel sein können, kann die gleiche, es ist der gleiche Dot, der hat nur einen anderen Formfaktor, kann er so verpackt werden, dass er in so einem Gehäuse passt, was zum Beispiel dem Endverbraucher, nicht dem industriellen Nutzen gegeben werden kann. Zum größten Vergleich, das sind die AirPods von Apple, damit man so einen Größenvergleich hat. Aber man kann auch sagen, jetzt habe ich ein Gerät, das kann viele Funktionen, aber wie kann ich das auch einer besonderen Gruppe zum Beispiel schmackhaft machen. Zum Beispiel jetzt möchten die Eltern sehen, wo ist mein Kind? Ist die Luftqualität in Ordnung? Und, und. Dann könnte man aus diesem Formfaktor quasi einfach ein anderes Branding. Und mit diesem Branding kann man dann für die entsprechende Zielgruppe das entsprechende Produkt schaffen. Man kann das auch an seine Kleidung klipsen oder an die Kleidung der Kinder oder im Rucksack oder so weiter. Und die Funktionen sind ähnlich die eines Smartphones in klein. Also es hat zwar kein Display,
Es hat aber ein Interface. Das heißt, wir haben hier 9 LEDs, die in allen Farben leuchten können. Wir haben ein Touchpad, mit dem man mit Swipes und Tabs entsprechend mit dem Gerät kommunizieren kann. Und es kann, weil es auch einen Bewegungssensor hat, in allen 9 Richtungen entsprechend seine Orientierung und auch seinen Kompass mit sich bringen, beziehungsweise nutzen. Wir haben mit einer Firma aus Spanien ein Projekt gestartet, bei dem, das ist eine Telefonica-Tochter, welche wie die Deutsche Post agiert. Das ist ein Lieferservice, der alle Elektronikläden beliefert. Und eine Box von denen hat einen durchschnittlichen Wert von 8.000 Euro. Und die haben das Problem, dass Teile verloren gehen. Das heißt, die kommen nicht an. Und dann weiß man nicht, wann sie nicht angekommen sind. Hat der Fahrer sie rausgenommen? Sind die in dem Warenlager verschwunden und so weiter? Die sind zwar verblombt, aber man hat wohl Wege gefunden, diese Blomben zu tauschen. Und für die haben wir eine Version, die auch einen entsprechenden Lichtsensor hat. Das heißt, wir können sehen, wann wurde die, nicht nur wann und wo wurde die Box geöffnet, sondern wir können sehen auch, wie viel Inhalt wurde rausgenommen, wurde die bei Sonnenlicht oder in der Tiefgarage. Also wir können UV und Infrarot messen. Wir können also quasi sehr unterschiedliche Anwendungen voneinander mit sich bringen. Genau wie beim Smartphone. Man hat ein Smartphone zum Telefonieren oder zum Spielen oder E-Mails zu schreiben. Und genauso sehr interessante Frage der Investoren zur Ökonomik des IoT-Dots. Nämlich, wie verhalten sich denn jetzt die Herstellungskosten des IoT-Dots im Vergleich zu anderen spezialisierten Lösungen, die weniger Komponenten haben oder weniger können? Und angeschlossen die Frage, lässt sich der Nachteil über Massenfertigung großer Stückzahlen ausgleichen? Ja. Eine sehr relevante Frage. Also wir haben diese Problematik ja schon erlebt. Und zwar in den ersten Gesprächen mit Telefonica war das so, wir bekommen aus China für 10 Euro so eine Lösung. Dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir euch erstmal in Ruhe. Und dann haben die sich später nochmal gemeldet. Weil man muss differenzieren und sagen, wenn ich wirklich nur einen Taschenrechner brauche, und nichts anderes, dann kann das Smartphone nie den Preis des Taschenrechners schlagen. Und deshalb bewegen wir uns nicht dort drin. Also wir sagen, der nur einen Taschenrechner braucht, der wird unser Produkt nicht kaufen. Und wir werden unser Produkt auch nicht abwerten, damit wir einen Taschenrechner schlagen. Das zum einen. Aber wir können durch Massenproduktion unsere Kosten senken. Also je mehr wir produzieren, desto günstiger wird es. Wir können unsere Kosten auch senken, indem wir auch bestimmte Komponenten selber entwickeln. Also dazu gehört zum Beispiel das Touchpad. Das Touchpad ist unsere eigene Entwicklung. Und wir können das auch über die Zeit machen. Also wir müssen nicht von vornherein mit allen starten, sondern können das in Zeitachse immer wieder verbessern. Und das sieht man ja auch in den verschiedenen Produkten, dass da immer neue, auch bessere Produkte und kleine Produkte auf den Markt kommen. Das heißt, Volume und Selbstimplementierung kann die Preise reduzieren. Aber unser Businessmodell ist nicht, dass wir einfach nur Hardware produzieren und verkaufen. Das ist nicht der Grundstein des Businessmodells, sondern wir bauen die Hardware, geben die dem Kunden und möchten dann immer noch durch die Konnektivität bzw. den Service monatliche Umsätze generieren. Und wir möchten durch neue Applikationen monatliche Umsätze generieren. Und das machen wir zum einen, indem wir eigene Applikationen erstellen, aber auch, indem wir anderen Entwicklern ermöglichen, auf unserer Plattform zu entwickeln. Das heißt, wir machen das im Grunde genauso wie Apple. Die haben auch am Anfang ein iPhone gebaut, das nur 5 oder so Applikationen hatte. Dann haben sie später Schnittstellen definiert. Wir haben auch schon die Schnittstelle dafür.
um andere anzubinden, dass die die Applikationen schaffen. Und bis heute hat Apple, ich glaube, 20 Applikationen maximal selber entwickelt und die Millionen Applikationen, die kommen von anderen. Und genau das ist unser Plan auch, dass wir quasi nicht nur durch die Hardware ist der Grundbaustein, damit wir eine exklusive Verbindung zum Kunden haben. Aber diese Verbindung, die wird effizient vermarktet, damit sowohl der Kunde mehr Nutzen hat, aber dass auch andere Unternehmen mit deren Ideen, mit deren Applikationen, mit deren Kunden, mit deren Softwarelösungen darauf aufbauen können. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Multifunktionale sehen und nicht diese statischen Applikationen favorisieren. Okay. Ich hätte noch einige Fragen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben unser Zeitbudget eigentlich schon überschritten. Ich hatte hier noch so viele Fragen. Da müssen wir vielleicht nochmal eine Folgesession ansetzen. Aber hier ist noch eine Anschlussfrage an die Frage eben, nämlich wie sieht es mit dem Energieverbrauch aus? Also sprich, die Frage ist das IoT Dot aufgrund der vielen Funktionalitäten mit einem höheren Energieverbrauch ausgestattet als die spezialisierten Lösungen? Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dazu möchte ich ein Beispiel veranschaulichen. Wir kaufen uns ein Auto und dann sagen wir, wir möchten ein Auto, was in einem 2 Meter Parkplatz passt. Dann kann das nur 2 Sitze haben. Oder wir möchten aber 7 Sitze haben. Ja, dann braucht es 5 Meter. Genauso ist es mit dem Stromverbrauch vom Dot. Wenn man ein kleines Gerät haben möchte, dann haben wir eine 650 mAh Batterie drin. Wenn man mehr Strom braucht, wir haben einen USB-C Anschluss. Das heißt, man kann eine Powerbank anschließen, ist immer noch autark. Oder aber man kann eine feste Stromverbindung anschließen. Also wir unterstützen alles und überlassen dem Kunden die Freiheit, diese Sachen zu dimensionieren. Dazu kommt natürlich auch noch, was für eine Technologie möchte er nutzen? Was für eine Mobilfunktechnologie möchte er nutzen? Wir unterstützen alle Mobilfunktechnologien, 2G, NB-IoT, LTE, und so weiter, werden 5G, wenn das mal ausgerollt ist, unterstützen. Und dann ist halt die Frage, welche Technologie braucht der Kunde und seine Anwendung. Das heißt, wir überlassen dem Kunden die Entscheidung, was er denn nutzen möchte. Das ist alles mit eingebaut. Er kann dann entscheiden, was er nutzen möchte. Also möchte er lieber stromsparend einmal im Monat seinen Gaszählerstand übermitteln, dann hält das 10 Jahre. Das ist zumindest der Standard. Oder möchte er in Echtzeit sehen, wo sein geklautes Wohnmobil ist? Ne? Weil dann bringt es dem nicht, wenn er nur sieht, jeden Monat, wo er sich gerade befunden hat. Gut, das ist eine gute Antwort. Hier kommt nochmal eine Anschlussfrage, nämlich mit welchen Technologien, Programmiersprachen, wird man eigene Anwendungen für den IoT dort entwickeln können? Ja, also damit dieses Problem nicht besteht, kann jeder in seiner eigenen Programmiersprache oder Programmierumgebung entwickeln und die Verbindung zu uns läuft über eine API. Das heißt, es ist eine RESTful API, mit der in unsere Richtung kommuniziert werden kann. Unsere Geräte selber sprechen mit dem MQTT-Standard, mit dem Backend. Sie nutzen unsere Mobilfunkkernnetze, um private Netze zum Beispiel anzusprechen. Aber die entsprechende Applikation, die man dann bauen kann, das ist quasi dem Kunden überlassen. Was wir machen werden, ist, wir werden Funktionalität verfügbar machen. Das heißt, wenn jemand sehen möchte, wir haben 3 Temperatursensoren zum Beispiel drin, damit wir auch in der Lage sind, unsere eigene Temperaturentwicklung zu messen, damit wir die Außentemperatur quasi berechnen können. Das nennt sich Ambient Temperature. Also nicht die wir messen, sondern die draußen herrscht. Und wir werden Zugang zu diesen Funktionen geben. Aber die Firmware selber, die programmieren wir. Also ähnlich wie bei den Smartphones, wo das Operating System vom Hersteller kommt, aber die anderen sozusagen Applikationen basierend darauf laufen lassen können. Okay. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Und zwar
Jetzt habt ihr wirklich drei sehr spannende, sehr innovative Produkte oder Produktgruppen, Technologien. Und also das ist wirklich faszinierend. Jetzt aber die Frage, wie könnt ihr den Vertrieb gestalten? Also drei Produkt- oder Produktgruppen auf einmal in den Markt einführen. Das sind sicherlich unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Sales-Zyklen. Das stelle ich mir wirklich als eine kleine Herkulesaufgabe vor. Wie habt ihr das vor, das zu meistern? Ja, also das ist natürlich irgendwo ein Bottleneck. Das ist jedem klar, der sich das anschaut. Aber da folgen wir wieder unserem Prinzip, das wir vorhin schon genannt hatten. Wir verstehen uns selber grundsätzlich als Technologieentwickler, haben natürlich auch, im Erstkontakt geht es ja gar nicht anders, wir müssen ja auch unsere Umsätze erstmal machen, natürlich die Ansprache an potenzielle Kunden, aber sind natürlich auch offen dafür, das Ganze über Vertriebspartner zu hebeln. Und dieser Philosophie folgend wäre eben auch der Ansatz mit dem Kapital, was die Crowd uns zur Verfügung stellt oder was wir dann eben ja jetzt auch über unseren positiven Cashflow und selbst organisch erwirtschaften, da eine Vertriebsperson einzustellen, die dann eben als Ansprechperson dienen wird, um das extern zu hebeln. Also wir wollen da sehr gerne gar nicht am Ende den ganzen Umsatz für uns behalten, wenn das bedeuten müsste, dass wir dann her von Vertriebsleuten bei uns anstellen müssten, sondern wir können den Kuchen teilen und nutzen da gerne die Expertise von den entsprechenden Personen auch in den entsprechenden Märkten und wollen selber eben gerne schlank bleiben, uns auf das konzentrieren, was wir können. Und alle Produkte lassen von den Geschäftsmodellen her da genug Marge zu, als dass man da auch wirklich mit anderen Partnern zusammenarbeiten kann. Dem möchte ich noch etwas hinzufügen. Wer sind denn diese Partner? Also diese Partner, die existieren in jedem Land 3 bis 10 Stück. Das sind Mobilfunknetzbetreiber oder virtuelle Mobilfunknetzbetreiber. Und die sind auch alle bekannt, weil sie eine Lizenz haben. Und das sind auch diejenigen, die den Kontakt zu den Kunden bereits haben. Das heißt, wenn wir jetzt, wir haben verschiedene Gespräche geführt, auch in skandinavischen Ländern bereits. Und das, was man verstehen muss, ist, so ein großes Unternehmen ist halt eine gute Marketingmaschine. Aber technologisch kaufen die alles ein. Zum Beispiel, was ist mit dem Funkmasten? Kaufen die ein. Was ist mit dem Kernnetz? Kaufen die ein. Was ist mit den Handsets, mit den Handys? Kaufen sie ein. Also im Grunde kaufen sie alles, was sie anbieten, ein. Und wir liefern denen hier 3 Produkte in deren Kernkompetenz, mit denen sie aus diesen 30 Jahren Innovationslosigkeit jetzt quasi an den Markt gehen können. Und der Grund, warum die mit uns zusammenarbeiten und zusammengearbeitet haben, sei seit mehreren Jahren, also die Deutsche Telekom zum Beispiel ist ein Kunde, Vodafone ist ein Kunde, Telefonica ist ein Kunde. Wir haben für die verschiedene, mit den verschiedenen Projekten zusammengearbeitet. Deshalb wissen wir das. Also es ist keine Annahme, sondern es ist eine persönliche Erfahrung. Man hatte am Anfang auch, sag ich mal, einen Überraschungseffekt, als man gesehen hat, dass diese großen Unternehmen quasi durch kleinere Unternehmen beliefert werden müssen. Und wir haben eine positive Resonanz für diese Produkte gesehen. Wir haben ja in Rumänien schon den ersten Kunden live für die Cloud Mobile Numbers. Wir haben mit Telefonica in Spanien für die Dots ein Projekt, an dem wir arbeiten. Die Pandemie hat das pausiert zurzeit, aber der Bedarf ist dort. Wir haben in Skandinavien mit Elisa und mit Telia haben wir gesprochen, also wir haben in Holland mit KPN, wir haben also schon Kunden bzw. Vertriebspartner, mit denen wir in diesen Bereichen zusammenarbeiten können. Mit dem Marketing, was der Max auch erwähnt hat, geht es darum, für den Direktvertrieb, was natürlich mit das zweite Standbein ist sozusagen, unsere Brands rausbringen und beziehungsweise auch die anderen Vertriebspartner managen.
Es ist aber nicht so, dass wir jetzt für ab zig Millionen Euro Fernsehwerbung schalten müssen und dann noch gegen eine Telekom oder Vodafone antreten müssen. Also wir arbeiten im Partnerprinzip und nicht in dem Konkurrentenprinzip. Okay, vielen Dank auch nochmal für die ausführliche Beantwortung. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit schlage ich vor, dass wir die Session heute mal beenden. Wie gesagt, ich habe noch eine Menge Fragen. Vielleicht geht es den Investoren auch so. Aber das war schon mal sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant. Und ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. Ich bedanke mich bei den Investoren für die rege Interaktion und für die Fragen. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Kampagne. Das kann euer Modell nur beschleunigen. Und ja, erstmal auch einen guten Abend und vielen Dank nochmal an alle und bis bald. Alles Gute. Okay. Dankeschön. Danke dir auch, Alexander. Bis bald. Ciao. Ciao.